So, herzlich willkommen zum 25. Let's Play von Final Fantasy 9. Und Damn. jetzt geht's erstmal weiter. So. Reisende nach Alexandria haben noch eine Weile Aufenthalt. Jo, also irgendwie muss ich hier ansprechen. Ah. Was war das? Die Gondelbahn Richtung Clintblum ist gerade losgefahren. The Fix! Verpasst! The Fix! Die Stimme kommt mir noch bekannt vor. Das ist ziemlich Zinner und so. Und sein, ja, da hinten. Sind das nicht? Jetzt hat Mama mir doch glatt die Bahn verpasst. Und wo machen wir jetzt? Was machen wir jetzt zu fix? Soll das etwa meine Schuld sein und so? Es kommt davon, weil du ja noch unbedingt bei der schönen Aussicht deinen Baumkuchen genießen wolltest. Na klar. Jetzt da kommen wir mir nicht rechtzeitig in den Blumen, zu fix. Schon gut und so. Werd's auch nicht dem Chef erzählen. Zu fix, danke, Alte. Jetzt wollen wir das geklärt haben. Dann brauche ich noch einen Baumkuchen. Zu fix. Boah, na klar, ey. Na toll und so. Ja, und ich habe auch Hunger auf Baumkuchen. Und alles mit weißer Schokolade. Schäm dich, Zöllner. Ja. Einfach Ranger hungrig zu machen. Elendes Räuberpack. War ja klar. Ihr habt wohl nicht genug und wollt die Prinzessin nochmal entführen? Wer sind das? Kennt man die? Klapperte Weltmüchse vielleicht? Ja, ihr kennt sie. Karl, erzähl mir nicht, du hättest mich vergessen. Ja, auch mal in dieser Plutotruppe, der ständig am Brüllen ist und so. Ah, jetzt fällt es mir wahr. Der Ritter, der nicht schauspielen kann, trommelt, als wäre da sein Gebiss eingerostet. Na klar, der kann doch nicht schauspielern. Das ist ja wohl die Höhe. Na klar. Ey. Na, beruhigt dich mal, Konservendose hier. Prinzessin, ihr dürft nicht mit solchen Liebesgesindel sprechen. Doch, jetzt hast recht. Jetzt erst recht. Und ihr wart Zinner? Wie kommt es, dass ich euch hier antreffe? Ja, da legst du nieder. Was ist Zufall? Die Prinzessin, du Zerfüllt drüber. Die Wix. Prinzessin? Dasselbe könnte ich dich fragen und so. Noch der Abend mir aus dem verwunschenen Wald aussehen sahen. Prinzessin, ihr dürft nicht mit solchen Liebesgesinnen sprechen. Schnauze! Auf jeden Fall sind wir, nachdem wir den verwunschenen Wald verlassen haben. Ihr dürft nicht mit solchen Liebesgesinnen sprechen. Machst du ja nicht gleich eine Rüstung, ey. Alte Konservendose. Ja. Hä? Achso. Momentan auf dem tollsten Ort, Berggipfel. No, steigen wir lieber mal einen Zug ein. Guck mal, ob er jetzt so fährt. Also, dann haben wir noch eine Weile Achso. Aufenthalt. Dammit. Ihr dürft nicht. Steiner, es ist genug! Aber darf ich nicht einmal mit Bekannten sprechen, die ich nach langer Zeit wieder treffe? Mit Verlaub, aber das sind keine Bekannten, sondern Adelbert Steiner! Jawohl! Schau nur, wie der ausgeschimpft wird, Zifix. Und das will ein Ritter sein und so. Oh, der Zug fährt ein. Die Bahn nach Alexandria ist soeben eingefahren. Ja, dann kannst du auch gleich mal wieder abfahren. Endlich, Zifix. Du fährst nach Lindblumenzinnern, nicht vergessen und so. Bin ich vielleicht so blöd, wie du aussaugst? Vergiss doch mal nicht, dass du nach Alexandria musst, Zifix. Genau und so, weil ich nämlich nach Trenum muss. Ja, da müssen wir auch noch hin. Ich bringe die nur zur Bahn, Zifix. Jetzt wissen wir, mit wem wir das Vergnügen haben. Ja. Mit welchem Dieb? Markus geht also auch nach Trenum? Steiner, lass uns auch gehen. Und jetzt kommt nicht noch der eine Tenor. Steiner? Nimmt ihr es mir etwa übel, dass ich vorhin etwas laut geworden bin? Mitnichten. Selbstverständlich wird es mir eine Ehre sein, euch zu begleiten. Scherber. Scherber, Na, rennt ihr am Zug jetzt? das mache ich aus dir, wer weiß was.
Ja, sonst wirst du mit Sardinen abgefällt. Mit Sardinen, lecker! Also, sei ja vorsichtig und mach keinen Schmarrn, Ziffix. Keine Sorge, wir werden unser Kumpel schon wieder dort rausholen und so. Kumpel? Damit ist blank gemeint. Ja, den Tenor machen wir noch, oder? Natürlich, ja, Zeit haben wir noch. Ja. Zidane, oh, diesmal, doch, Dings kann klauen. Markus. Ja. Und alle setzen. Oder auch nicht. Bahn fährt ab. Du. Naja. Oh, ein bisschen schneller kann die Bahn schon fahren. Was führt euch nach Trenau? Wir wollen Blank retten und so. Blank? Ja, wir müssen unserem Kumpel Blank helfen. Oder hast du etwa vergessen, dass er immer noch versteinert vor sich hingammelt? Um ihm zu helfen, haben wir allerlei Informationen gesammelt und so. Und so haben wir von der sogenannten Silbernadel erfahren, die alle Arten von Versteinung aufheben soll und so. Weshalb ist dein Cinna nach Lindblum? Cinna geht in das Quartier der Tantalus, um Bericht zu erstatten und so. Verstehe. Jetzt bin ich aber dran mit Fragen stellen und so. Ja, sicher. Was ist mit Zidane? Wir haben uns in Lindblum getrennt. Na, das Ganze schien ja ohne größere Tränen vergießen über die Bühne gegangen zu sein. Oh. So. Erst helfen lassen und dann tschüss, oder wie? Das ist nicht wahr. Das kommt davon, weil Zidane und alle anderen mich wie ein kleines Kind behandeln. Es ist einfach unmöglich. So. Dann wird es wohl so sein und so. Und du? Oh. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir ankommen. Meiner Wenigkeit obliegt es nicht, meiner Meinung darzulegen. Die fährt auch immer mit. Ich muss mir bei meiner Arbeit anstrengen, das Portal spornt ihn auch ihn an. Markus, ich würde euch gerne helfen. Wobei denn? Es ist schließlich teilweise auch meine Schuld und deswegen möchte ich helfen, die Silbernadel zu suchen. Nicht nötig, wir schaffen das schon allein. Aber ja, je mehr sie mich an der Suche beteiligen, desto... Da ist der Tenor schon. Was ist passiert? Vielleicht ein Motorschaden. Ich werde nachsehen. Bitte geduldet euch einen Moment. Ein Gespenst mit Zipfelmütze und Flügeln steht auf den Schienen. Zipfelmütze? Yep, das ist der Tenor. Was ist denn los und so? Natürlich wird er auch ausgeräumt. Ist was passiert und so? Er sieht ziemlich remoliert ramponiert aus. Knister, meine Mission, Prinzessin gar nicht leben. Das ist doch der schwarze Tenor, der uns auf dem Frachtschiff überfallen hat. Mann, ist der hartnäckig. Verfluchte Ausgeburt, diesmal werde ich hier endgültig den Nebel abdrehen. Steiner, wartet. Ich möchte dich noch etwas fragen, wozu willst du mich? Prinzessin, ihr begebt euch in Gefahr, tretet zurück. Knirps, Knister, meine Mission, Prinzessin gar nicht lebend. Dann kannst du fragen, was du willst und so. Was Gescheites bringt er nicht mehr raus. Aber... Widerstand ist zwecklos. Eliminierend. Fight. Oh Mann. Garne kann ja zum Glück heilen. Nee. Guck mal, wie der Zug aussieht, auf eingemauert. Okay, schon. Ein bisschen kratzig schon an. Sobby. Eiszauber. Ja. Ups, Steiner ist tiefgefroren. Ui, und das kann man gerade nicht heilen. Zipfel mitgeklaut? Da muss ich aufpassen, wenn er jetzt berührt, dann ist er weg. Dann war er einmal. Na! Oi. Bom.
Wir haben noch Phoenix. Ja. Zack. So einfach geht's nicht. Nicht. Nicht auf Schrott hoffen. Jut. Markus. Hübscher Phoenix an. Bitte auf die Konservendose. Zack, hier hast du was. Damit du einen Blitz wenigstens überlebst. Ui, das hat auch die gezogen. Ordentlich geheilt, meins. Ja. Das war wohl nichts gewesen. Die schon fehlgeschlagen, also der muss noch was haben. Einfach passieren. Du kannst mal Analyse verwenden. So. Mal gucken, was er hat. Nee, das sagte es nicht. Verfehlt. Okay. Also kann man ihn nicht analysieren. Wieder fehlschlagen. Aber die von. Das demolierte Etwas hat auf jeden Fall noch was. Ja, sonst wäre es ein halber nichts. Ja. Also Markus hat ja leider nicht das, was Zidane hat. Ja. Feuer. Grill. Was ist denn aus deinem Ras geworden? Was ist denn aus deinem Ras geworden? Hast du die vergessen? Naja, so mal. Bei ihm wurde nur der Angriff stärker. Und ich glaube die Death. Na, der Angriff und die Death. Vor allem bei der Konservenlose voll. Maximiert. Da warte ich jetzt nur noch. Eis. Du hattest schon mal mächtigere Zauber gehabt. Wieder fehlgeschlagen. Ja, weil Markus das nicht hat, was Zidane hat. Kraft, wenn er nicht umfällt, dadurch. Oh, schon wieder so weh. Da kann man nicht rein in den Frost. Und dann auch noch auf Konserve. Ja, irgendwie hat er was gegen Steiner. Ja. Noch passiert nicht. Dann also, warte ich noch ein bisschen. Ja, da kannst du lange warten. Ah ja, wir haben ja. Ne, wir haben aktiv. Nee. Wir wissen, was der hat. Dazu bräuchten wir Räuberauge. Ja. Und das wäre nur Zidane. Blitz. Ah, bringt wohl nichts, der muss physisch angegriffen werden. Damit er auseinander. Damit er zerbricht. Probier es einfach nochmal mit Analyse. Da erfährt man nur die Schwachpunkte und so. Wieder verfehlt. Ich glaube, den kannst du auch nicht analysieren. Ah, schon zurück gewesen. Zu spät. Stimmt's? Ja. Kommt es weg. Die Klappe Boah. Ist da. Ja, der muss noch was haben. Definitiv. Feuer. Also echt jetzt, du hattest mal stärkere Zaubertenor. Ja. Wo sind die hin? Vielleicht weil er zu schlapp geworden ist. Na? Ja. Da hätte ich einen Fehler gemacht. Feuerstock geklaut. Cool, da haben wir den Gletscherstock auch schon, ne? Und den Feuermeister. Brauchen wir nur noch den Blitzstock. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Kann sein. Robby. Auf ihn diesmal wieder auf Steiner. Irgendwie hat er wirklich was mit Steiner. Ja. Bestimmt, weil der auch dazu gehört zum Schloss. Noch mehr? Boah. 3 oder 4 Items meistens. Haben wir für. Ah, der kann ich wieder abwehren machen. Ui. Donnerstock. Ich glaube, jetzt haben wir alle 3 Stärke. Ja. Für Vivi.
zur Sicherheit gucken wir nochmal. Ja, falls er in... Ich weiß nicht, wie viel er noch hat. Ja, kann vernichtet werden. Er kann erledigt werden. Aber endgültig. Bestes können wir leider schon 36 Euro nehmen, nicht? Ich hab nicht so viel. Ja. Und Schrotthaufen macht Schaden ordentlich. Bombs. Hättest du vorher machen müssen. Wo er noch ein Eisblock war. Quash spielt gar nicht. Das ist Quash. Ja. Da ist kein Ball drin. Aus. Ausgeplündert und zerstückelt. Dim, dim, 5 APS. Ui, 800 Schnurre, nicht schlecht. Hm. Warum? Warum nur? Warum nur hat er mich verfolgt? Weil er doch kaum noch stehen konnte. Prinzessin? Bormizia wurde angeblich von einer Armee von Schwarzmagiern überfallen. Ich weiß. Von Schwarzmagiern wie dem vorhin wurden die Menschen von Bormizia überfallen und so. Hm. Aber wer sollte Interesse daran haben, so etwas... Du hast wohl immer noch nicht verstanden und so. Was soll das heißen? Steiner, hört bitte auf. Ich weiß es doch schon. Ich weiß es doch schon längst. Prinzessin? Bald erreichen wir Alexandria. Wir sollten uns beeilen. Ich muss Mutter sehen. Bestimmt wird sie mich verstehen. Nee, leider nicht. Die klaut ja deine Bestias. Ja. Wir müssten doch bald da sein. Du hast also schon gemerkt und so, dass Alexandria und Bormizia angefallen ist und so? Ja, sicher. Ich bin schließlich nicht deiner. Irgendwie hast du dich verändert und so. Ich? Meinst du meine Sprache? Nicht nur deine Sprache und so. Das kann gut sein. Es ist auch so vieles passiert seit damals. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Was denn? Bennett und vor allem verbessert haben sich auch meine Kampffähigkeiten. Ich werde euch schon kein Klotz am Bein sein. Um was geht's denn jetzt? Und so. Ihr wollt doch in Trino nach der Silbernadel suchen, oder? Naja, wenn's denn sein muss und so. Ich werde dich wahrscheinlich eh nicht davon abbringen können und so. Dann wäre ja alles geklärt, nicht wahr? Trino, wir kommen. Aber was Trino wohl für ein Ort ist? Vielleicht hat sie sich doch nicht so verändert. So. Was? Wie? Was hast du gesagt? So, jetzt müsste der Zug gleich ankommen da. Alexandria. Ja, und da ist ja das Tor offen? Ja, bisher. Gehabt euch wohl. Da vorne gibt's eine Kreuzung. Der rechte Weg führt nach Trino, der linke nach Dali. Und wir müssen natürlich nach dem rechten Weg. Nach Trino? Ja. Irgendwo muss ein Mock sein. Guck mal! Item Land wäre. Über Stock und Stein, meine Items sollen es immer sein. Ja, guck ich später mal rein bei euch. Falls du noch hierher kommst irgendwann. Irgendwo muss ein Mock sein. Ein Kupo? Ja. Das Dorf der glücklichen Bauern. Ah, mach mal doch hin, weil. Ah ne, da kommen wir erst hin, wenn das Tetra-Wasser-Turnier ist. Und auf die größte Gefahr unter dem Himmel soll unsere Freundschaft nicht trüben. Großfürst von Lindblum, Sid Fable der Achte. Den Gondelbahn-Bergmeer wurde zum Jubiläum des 20-jährigen Bestehens der freundschaftlichen Beziehung zwischen Lindblum und Alexandria errichtet. Und hier geht's ja nach Trino. Ja, und... Ah ja, das kommt jetzt so, wo gar nicht hier mit den Lilien durch sich was abschneidet. Weiß unten oder oben? Irgendwo war ein Mock hier in der Nähe.
Jedenfalls hier eine Truhe hier unten. Mit 1610 Gold. Gute Startkapital für Trainer. Obwohl wir schon von Newtis hatten. Hier kommst du nur bei der runtergelassenen Brücke durch. Den Passierschein bitte. Haben wir. Alles klar, darf's passieren. Hey, lass das Tor runter. Also, sei schön vorsichtig. Jetzt kommen wir in die World Map, da können wir auch speichern. Ja, so, dann würde ich erstmal sagen, das ist dann erstmal vor. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich werde hier noch ein bisschen vortrainieren an der Stelle hier. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Genau, ciao. Oh, bis später. Erstmal speichern. Den obersten hatten wir. Ja. Wir speichern einfach beide. Na, das da unten kannst du mal noch lassen. Ja. So, und das war's. Bis zum nächsten Mal. Genau.